Nächste Läufer und bisher Dritter. Chancen auf den Sieg hat er zwar kaum, aber von ihm könnte es abhängen, wer hier Gold holt. Gewinnt der 17-jährige Vorfadejev, was allerdings kaum noch möglich ist, und Kotin die Kür ist Fadejev Europameister. Sollte aber Kotin die Kür gewinnen und Petrenko besser sein als Fadejev, dann bekommt Kotin Gold. Lassen wir uns überraschen, es ist auf jeden Fall ein spannender Wettkampf. Oh, das hat ihn um die Chancen gebracht. Dreifacher Sturz beim Lutz. Er ist nicht genug hinausgestiegen. Und jetzt der dreifache Axel. Wird er ihn riskieren? Ja, sein Mut wurde belohnt. Und dreifacher Tulop. Das ist es aus. Der dreifache Flip wieder gestürzt. Ritzberger. Dreifach. 0,7 Sekunden ist man im Schnitt bei einem dreifachen Sprung in der Luft. Der Salto nur doppelt. Tja, das ist nicht der Tag des Viktor Petrenko. Ein Versuch nochmal den Salto doppelt zu springen, aber auch dieser war nur, Entschuldigung, dreifach, aber auch der Salto war nur doppelt. Ja, der Sturz gleich beim dreifachen Lutz zu Beginn des Programms scheint den 17-jährigen Viktor Petrenko so geschockt zu haben, dass das ganze Programm darunter litt und ihm einfach nichts mehr gelingen wollte.
Jetzt muss er sogar noch Angst haben, die Bronzemedaille zu verlieren, die ihm vor dieser Kür schon so gut wie sicher schien. Enttäuschung mit Sicherheit auch bei seiner Trainerin Galina Smiskaya. Die beiden hatten sich nach dem bisher dritten Rang nach Pflicht und Kurzkür mit Sicherheit mehr ausgerechnet. Hier noch einmal der Lutz. Petrenko knickte schon beim Einhaken weg und bei der Landung. Der Doppelachsel bzw. der Dreifache, genau, hervorragend zu erkennen daran, ist der einzige Sprung, der von vorwärts abgehoben wird. Und der dreifache Tulop, das war der Höhepunkt in diesem Vortrag. Aber es reicht auf keinen Fall, um hier sich die Bronzemedaille zu holen. Die 5,8, das ist ein glatter Witz, eine Frechheit. Das hat dieses Programm nicht verdient. Mit der 5,2 und der 5,4 ist Petrenko richtig bedient. Die B-Note leidet natürlich jetzt auch unter den vielen Stürzen. Dadurch konnte Petrenko nicht seine Ausstrahlung in den Mittelpunkt setzen. Er ist sonst ein exzellenter Läufer. Aber wie gesagt, heute, das war nicht sein Tag. Im Schnitt kann man aber sagen, eine gute 5,6. Und er ist damit bisher Zweiter hinter Fadejew. Ebenfalls aus der UdSSR kommt Vlad Petrenko of the Soviet Union. He was the bronze medalist. Guardi nome, ma cosa fa un uomo davanti all'altare? Cosa mai chiederà? Such an elegant line in a very masculine way. It's really enjoyable to watch. So many of the Soviet skaters, he really does it with strength and speed and power. It's a Soviet trait. Viktor Petrenko. Representing Ukraine, please welcome Viktor Petrenko. Now things are starting to get very serious. The reigning Olympic champion Viktor Petrenko in third place here after the technical program. He defeated Brian Boitano at the Pro World Challenge of Champions in their last head-to-head competition. He will have to skate that kind of program to overtake both Ermanov and Boitano today. Thank you.
opening triple axel. Good height, but he did not hold the landing edge. Excellent jump, though. His movements can be very, very romantic, and his jumps can be done with great musicality. Movements in many times, very soft as they are here. And notice how the choreography is geared to face in the direction that we're watching from. That's the side the judges sit on. His next attempt at a triple axel. He needs this jump. Good. And good. He got it. Boy. Very nice. Very nice. Nice position on this camel. One of the few men that do laybacks. Usually they're not supple enough to be able to create that position. Petrenko has delivered his challenge. Brian Boitano has his work cut out for him. And it certainly was a very theatrical performance, elegant with a great deal of flair. Incidentally,